Heute schlagen wir Alarm. Denn heute geht es um die Zukunft unserer Insekten. Eine Katastrophe, wenn wir sie verlieren. In der Landwirtschaft spielen die Bienen eine zentrale Rolle. Viele Bauern müssen sie heute mieten. Das ist für uns sehr existenziell. Und darum ist es sehr wichtig, dass man ein Bienchen bestellen kann, auf den Zeitpunkt, wo es blüht. Insekten können lästig sein. Für die Natur sind sie unerlässlich. Mancherorts sind über 60% von ihnen verschwunden. Woran das liegt und was die Wissenschaft dagegen tut. Einstein über das große Insektensterben. Wir sind heute bei der Agroscope zu Liebefeld bei Bern. Hier dreht sich alles nur um Bienen. Sie sind ein Gradmesser. Wenn man nämlich weiss, wie es ihnen geht, weiss man auch, wie es dem Rest der Insekten geht. Die kleinen Tiere hier, die sind heute im Dienst der Wissenschaft, als eine Art Testpiloten. Man will herausfinden, wie schnell sie wieder zum Bienenstock zurückfinden und wie viel sie den Weg finden. Weil das sagt etwas aus über ihre Gesundheit, über ihre Fitness. Und das in Zeiten, wo wir Menschen den Insekten doch eher das Leben schwer machen. Auch ich bin im Einsatz, und zwar für Kathrin Hönegger. Sie ist im Schwangerschaftsurlaub und man hat mich ausgerechnet zu den Insekten geschickt. Ich bin nämlich allergisch auf Wespenstiche. Aber man hat mir gesagt, Wespen sind keine Bienen. Und in dem Sinn herzlich willkommen bei Einstein. Das ist der Lukas Jecker. Mit Schläuchen und einer Art Staubsauger sammelt er hier zusammen mit seinem Kollegen 300 Bienen ein. Sie wollen ein neues Testverfahren entwickeln, das zeigt, ab welcher Konzentration ein Pestizid schädlich ist für die Bienen. Dabei begleite ich die beiden heute und helfe mit, wo ich kann. Und jetzt einfach wichtig ist, dass du die nimmst, die Pollen haben. Okay. Weil dann wissen wir, dass die sicher zurück in den Stock wollen. Die Pollensammlerinnen, das sind die mit den gelben Säckchen dabei. Nur die darf ich also nehmen. Das kann ich aber schon ohne Probleme einsaugen. Das tut mich nicht irgendwie. Nein, da ist ein Netz drin, also es nicht gerade direkt. Tut mir gar keins mit, oder? Ja, jetzt, jetzt kommt eins. Ja, genau. Jetzt probierst du das. Wenn es gelandet ist, ist am besten. Dort eine ist auch eins. Ja, das ist ab. Da eine ist, glaube ich, auch noch eins. Ja. Jetzt ahne ziemlich sauer. Ja, sehr gut, sehr gut. Und drei. Geht's raus? Genau. Jetzt musst du drei blasen. Jetzt ist es gegangen. Ja. Die Forscher wollen heute schauen, wie viele von diesen Bienen hier den Weg zurückfinden zum Bienenstock. Und zwar, wenn man sie 1 Kilometer weg von hier freilässt. Das scheint gar nicht so einfach zu sein in dieser Jahreszeit. Wir haben jetzt von anderen Kollegen gehört, die jetzt Ende August den Versuch durchgeführt haben, dass sie Probleme hatten, als zu wenig Bienen wieder zurückgefunden haben. Mhm. Und uns nimmt es jetzt Wunder, ob das jetzt bei unseren Bienen auch der Fall ist. Und jetzt haben wir schon 300? Jetzt haben wir 250, also da brauchen wir jetzt noch 50 Bienen und dann können wir sie einfärben. Die Forscher hier von der Agroscope sind zusammen mit anderen Bienenforschern in 5 Ländern dran, einen neuen Test zu entwickeln. Er soll Pestizide entlarven, die Gesundheit der Bienen beeinträchtigen. Genau. Und gesunde Bienen sind für die Natur und uns Menschen wichtig. 75% unserer Nutzpflanzen sind abhängig von einer Bestäubung durch Insekten. Fällt diese aus, fällt auch die Ernte aus. Stefan Bechli greift deshalb auf ein in der Schweiz relativ neues Business zurück. Auf eine Bienenvermietung. Er bestellt sich ganz einfach die Bienen, die ihm fehlen, hinzu. Es ist ein ganz wichtiges Element der Obstproduktion, dass die Blüten, die der Baum hergibt, dass die auch bestäubt werden. Und umso weniger Insekten und auch immer weniger Bienen, die es herum hat,
ist natürlich Gefahr da. Und das heisst, es wird zunehmend immer wichtiger, dass man Wildbienen mieten kann, auf den Punkt genau, wenn man es braucht. Bächli setzt auf eine Wildbienensorte, die sogenannte Mauerbiene. Die Mauerbiene ist viel robuster als die Honigbiene. Sie fliegt zudem auch bei tieferen Temperaturen und lässt sich punktgenau zur Bestäubung einsetzen. Die einen mieten sie, die anderen vermieten sie. Jakob Künzle ist einer davon. Er zählte einst zu den erfolgreichsten Imkern, bis Pestizide seine Bienen töteten. Ganze Völker starben ihm innerhalb von wenigen Tagen weg, veränderten schon auf dem Weg in den Bienenstock. Wenn innerhalb von zwei Wochen ein Volk, das man ein Jahr lang aufbauen musste, für den Einsatz zugrunde geht, dann ist das ist brutal. Oder? Wenn, ich vergleiche es immer, wenn ein Bauer die Hälfte der Kühe auf der Wiese tot umkehren würde. Das wäre ein Riesentheater. Wenn die Bienen zugrunde gehen, da passiert noch nicht so viel. Da sagt nicht viel jemand. Also sagen sie nicht viel. Es ist einfach dann passiert. Oder? Seither vermietet er seine Bienen nur noch an Bauern, die nachhaltig produzieren. Das Grundproblem ist für ihn damit aber nicht gelöst. Es gibt einen Haufen Substanzen, die angeblich insektenverträglich sind, bienenverträglich sind. Die haben eine Zulassung als solches. Aber die Verbindung zwischen diesen verschiedenen Substanzen sind nicht untersucht. Und das sind Sachen, die sich über den Boden in Pflanzen anlagern können und nachher wieder über Nektar und Pollen ins Bienenvolk gehen können. Und das kann einen langsamen, einen schleichenden Tod geben, einen Verlust von Vitalität und Widerstandsfähigkeit. Und so können Bienen eben zugrunde gehen, ohne dass man einen akuten Fall hat. Aber über das Jahr geht das Bienenvolk schlussendlich zugrunde. Für Stefan Bächli ist die Bienenmiete nur eine Zwischenlösung. In ein paar Jahren will er mit neuen Obst- und Kirschbäumen, die keine Pestizide brauchen, wieder mehr Insekten anziehen. Wir setzen seit 5 Jahren eigentlich nur noch krankheitsresistente Sorten an. Also das heisst, sie sind nicht ganz resistent, aber tolerant und brauchen durch das eigentlich weniger Pflanzenschutz. Wir schaffen es aber noch nicht, zum Ganzen wegzukommen. Und es wird auch gut noch 10 Jahre gehen, bis wir den kompletten Betrieb eigentlich wirklich umgestellt haben. Trotzdem ist er glücklich, dass seine angemieteten Mauerbienen in die Bresche springen und ihm seinen Ertrag sichern konnten. Zurück an den Agroscope zu Liebefeld bei Bern. Den kann man hier anstellen jetzt. Ja. Den brauche ich nicht mehr, oder? Nein, jetzt haben wir sich auch. Kann ich ausziehen? Wir haben gerade 300 Honigbienen eingesammelt und zuerst wollen wir jetzt herausfinden, welche von diesen Bienen den Weg heim findet. Die brauchen wir dann für den Haupttest. Und jetzt die meine ich die Bienen färben, he? Mit dem Farbstoff. Das ist so ein rotes Farbpigment, das man auch in der Lebensmittelindustrie verwenden kann. Wieder zu und dann tut man es sorgfältig quasi die Büchse drehen, dass die Bienen dann auch eingefärbt werden, ja, mit dem Pigment. Und das geht auch wieder weg nachher, irgendwie nach ein paar Stunden? Ja, das geht nach 2-3 Stunden sieht man das eigentlich gar nicht mehr groß, die Färbung. Oder? Also für uns ist es einfach wichtig, dass wir jetzt, wenn wir sie angebracht haben, an den Ort, wo wir sie freilassen und wenn wir sie dann wieder einföhnen, dass wir wissen, welche zurückkommen. Genau. Die roten, genau. Meistens forscht man mit Bienen, weil sie wichtig sind für die Landwirtschaft. Aber auch bei den anderen Insekten wird zum Glück genau hergeschaut. Auch die sind bedroht. Aktuell dokumentieren Insektenforscher von InfoFauna am Rande des Bündner Naturparks Beverin, welche Insekten hier wie häufig vorkommen. Yves Gonset ist seit 40 Jahren sogenannter Entomologe und weiß, die Insekten schwinden. Und das im großen Stil. Als ich klein war, fuhr ich oft mit meinen Eltern mit dem Auto in die Ferien. Ich kann mich gut erinnern, dass man immer wieder die Windschutzscheibe von all den Insekten befreien musste. Heute kommt das nicht mehr vor. Dies ist nur eines von vielen Anzeichen für das Insektensterben. Man hört und sieht sie auch kaum mehr. Und das alles passiert fast unbemerkt vor unseren Augen. Die Forscher bestimmen heute hier einzelne Insektenarten, deren Unterarten und Vorkommnisse. Angaben, die direkt in die Datenbank der gefährdeten Arten der Schweiz fließen.
Um die Insekten zu bestimmen, braucht es viel Fachwissen. Christian Monnera ist einer der wenigen Heuschreckenspezialisten im Land. Der Experte erkennt die Tiere, ohne sie zu sehen, an ihrem Zirpen. Die meisten Heuschrecken in der Schweiz zirpen. Es ist für mich einfacher, sie am Ton zu erkennen, als ihre Morphologie zu untersuchen. Hier in diesen letzten 10 Metern habe ich so gerade 6, 8 verschiedene Arten identifiziert. Hier auf über 1000 Meter über Meer, am Rande eines Naturparks, stößt der Biologe noch auf Arten, die vielerorts schon verstummt sind. Denn viele der Heuschreckenarten sind in den letzten Jahrzehnten ins Vorgebirge geflüchtet, wo sie noch Nahrung und Lebensraum finden. Einige Arten brauchen qualitativ gute Lebensräume, und solche gibt es seit den 50er Jahren kaum noch. Das Vorkommen und die Anzahl dieser Arten ist deshalb extrem zurückgegangen. Und die wenigen, die wir noch finden, leben in isolierten Habitaten. Ich fürchte, die werden wohl auch bald verschwinden. Die Biologen erforschen, wie sich die Biodiversität in der Schweiz genau zusammensetzt. Man will verstehen, warum die einen Arten verschwinden und die anderen nicht. Deshalb werden auch seit 36 Jahren Daten von über 3000 verschiedenen Insektenarten für die Rote Liste gesammelt. Yves Gonsette zeigt uns ein Beispiel des grün-blauen Bläulings, einer Schmetterlingsart, welche einst überall häufig war. Diese Schmetterlingsart ernährt sich von Blumen, die nur in ungedüngten Wiesen vorkommen. Früher war sie noch im Mittelland anzutreffen, heute nur noch ab etwa 1000 Meter über Meer auf guten Wiesen. So wie hier. Viele Arten sind vom insektenfeindlichen Mittelland in die Voralpen und Alpen geflüchtet und sind mancherorts sehr selten geworden. In der Insektensammlung in Neuchâtel zeigt uns Yves Gonsette einige seiner Lieblinge, die einst häufig waren und heute kaum mehr vorkommen. Beispielsweise diesen Falter, der nur in Trockenwiesen Nahrung findet und deshalb nur noch ganz selten vorkommt. Seit 1994 sind 40% aller Tagfalterarten in der Schweiz zurückgegangen. Besonders solche, die auf bestimmte Blüten und Habitate angewiesen sind. Bei den Wildbienen schätzt man den Rückgang bei 52% der Arten. Minus 56% sind es bei den Heuschreckenarten. Die Köcherfliegen haben sogar um 62% abgenommen. In den letzten 30 Jahren sind in der Schweiz 1100 Insektenarten ausgestorben. Es gibt robustere Arten, die fast überall Nahrung finden und überleben können. Und es gibt Arten, die von der Klimaerwärmung und dem Platz der verschwundenen Arten profitieren. Sie können die fehlende Lücke jedoch bei weitem nicht füllen. Kann man die rund 40% der Arten, die zurückgegangen sind, mit 5% der Arten ersetzen, die auf einmal häufig, fast in Massen vorkommen? Nein, natürlich nicht. Auch nicht von den Aufgaben her, die sie im Ökosystem erfüllen. Beim Warum sind sich die Experten weitgehend einig. Die über 2000 Tonnen Pflanzenschutzmittel, die jährlich in der Landwirtschaft eingesetzt werden, hinterlassen ihre Spuren. Auch in Kleingärten und auf Balkonen wird unnötig viel Gift gespritzt. Zusätzlich sind auch die Umwelt- und die Lichtverschmutzung und die schwindenden und immer einfältigeren Lebensräume Gründe für das Insektensterben. So sahen die Felder nämlich früher aus. Viel Brachland, Ränder, Hecken und Gehölze. All das waren Lebensräume für Insekten. Heute sind Kleinstrukturen selten geworden. Die Landschaft ist herausgeputzt und eintönig. Raps, Mais und Getreide
machen 80% der gesamten Ackerfläche aus. Noch um 1950 waren sogenannte Fromentalwiesen mit vielen verschiedenen Blüten, die nacheinander blühen, eine gängige Wiesenart. Heute sind 95% davon verschwunden. Ersetzt wurden sie durch überdüngte Kulturwiesen, die der Viehmast dienen. Im vorherrschenden Löwenzahn finden nur wenige Insekten Nahrung. Ich bin mit dem Lukas Jäcker von der Agroscope unterwegs, und zwar zu dem Ort, wo er unsere 300 eingefärbten Bienen loslassen will. Die müssen dann 1 Kilometer Luftlinie zurückfliegen, heim zu ihrem Bienenstock. Also, okay, jetzt mache ich es auf. Schön rot. Die den Heimweg finden, haben den Vortest bestanden. Wenn wir fliegen. Hopp. Was könnte denn eigentlich ein Grund sein, dass sie jetzt nicht zurückfinden oder nicht zurückgehen? Ja, ein Grund könnte vielleicht sein, dass das vielleicht junge Bienen sind, die vielleicht gar noch nicht sind, draussen sammeln, oder? Wo wir jetzt halt aus Versehen eingesammelt haben, die sich vielleicht auch noch nicht so mit der Umgebung auskennen. Also die finden vielleicht auch gar nicht mehr zurück. Vor dem Bienenstock bei der Agroscope wartet Michael Eier auf die roten Bienen. Nach rund 10 Minuten landet die erste. Sie haben den Fitnesstest mit Bravour bestanden und gehören darum zu den 30 auserwählten Testpiloten, die die Ökotoxikologen später für den Haupttest brauchen. Schweizer Forscher haben übrigens berechnet, die Honig- und die Wildbienen helfen mit ihrer Arbeit, mit dem Bestäuben mit, dass die Landwirtschaft pro Jahr einen Ertrag erwirtschaften kann von umgerechnet bis zu 479 Millionen Franken. Tatsächlich leisten aber alle Insekten, auch die, die wir nicht mögen, unbezahlbare Dienste. Sie zersetzen tote Pflanzenteile und Tiere, halten den Boden fruchtbar. Sie fressen einander und übernehmen so die Schädlingskontrolle. Sie sind die Nahrungsgrundlage für andere Tiere. Wie sähe die Welt ohne sie aus? Als erstes würden die Pflanzen aussterben. Wir müssten auf Kaffee und Schoki verzichten, auf Obst und Gemüse, auf einen Großteil unserer Nahrung. Es gäbe auch keine pflanzenfressenden Tierarten mehr. Also kein Fleisch, keine Milchprodukte, keine Bekleidung aus Baumwolle oder Seide. Dafür überall Berge von Kadavern, Kot und verrotteter Biomasse, die keiner mehr verwerten würde. Noch ist der ökologische Kollaps in weiter Ferne. Trotzdem, bereits hat eine Kettenreaktion eingesetzt. Manchen Vögeln fehlt das Futter für ihre Nachkommen. So etwa dem Braunkehlchen, dem Rebhuhn oder der Feldlerche. Die Zahlen der Vogelwarte Sempach sind eindeutig. Diese werden Mitte November in der neuen Auflage des Brutvogelatlases publiziert. 60% der Insektenfresser im Kulturland sind in den letzten 25 Jahren verschwunden. Die Karte, die ich erschreckend finde, eigentlich, man sieht hier insbesondere das östliche und das zentrale Mittelland, wo eigentlich keine Feldlerchen mehr sind. Da wird, je röter das ist, desto mehr Feldlerchenrevier hat es pro Quadratkilometer. Und man sieht mit knapper Not da noch so eine hellgelbe Tönung. Aber das ist nur noch eigentlich in sehr geringen Gebieten der Fall. Vor 60, 70 Jahren war das alles noch dunkelrot. Und da muss man kein Professor sein, um das auszurechnen, wie das in 25 weiteren Jahren wird aussehen. Also der Rückgang wird weitergehen, wenn sich nichts ändert in der Landwirtschaftspolitik. An der Agroscope, bei den Ökotoxikologen und ihren Testpiloten gilt es jetzt dann ernst. 30 von diesen eingefärbten Bienen, die den Weg zurückgefunden haben, werden nämlich jetzt vorbereitet für den Haupttest. Das Montieren von einem Mini-Chip. Auf die herzigen kleinen Viecher kommt jetzt ein Tupfen Zahnarztleim auf den Rücken und ein ultraleichter Hightech-Chip obendrauf. Jetzt hat jedes Bienchen seine eigene Identifikationsnummer. Passiert die gechippte Biene nun den Eingang zum Bienenstock, wird sie vom Lesegerät in der Schranke erkannt und registriert. Sie wechselt von Rot auf Grün. Dank dieser Informationen können die Forscher nachvollziehen, welche Biene wann wieder zu ihrem Bienenstock zurückgekehrt ist.
Der Versuch mit dem Chip soll mal eine offizielle Methode werden, um zu beurteilen, wie gefährlich ein Pestizid ist für Insekten. Das heisst, die Forscher hier testen den Test. Und damit das Ganze wissenschaftlich verhebt, machen die Forscher in 5 anderen Ländern auch solche Versuche. Im Juni haben die Forscher schon mal Bienen gesammelt für den Test. Denen hat man dann aber später ein giftiges Pestizid gegeben. Eines, wo man weiss, dass es schädlich ist. Die einen haben also Gift bekommen, die anderen, Kontrollgruppe, reines Zuckerwasser. Die Forscher gehen davon aus, dass die Rückkehrrate von diesen beiden Gruppen unterschiedlich ist. Ist es so, könnten sie zeigen, dass diese Methode, dieser Test, funktioniert. Eine holländische Studie hat nämlich schon herausgefunden, dass Pestizide das Hirn der Bienen angreifen und dass sie darum die Orientierung verlieren und nicht mehr zurückfinden zum Bienenstock. Darum sagt die Rückkehrrate etwas aus über die Gefährlichkeit eines Gifts. Das ist also diffizil, he? Ja, das ist. Auf was muss man achten? Es braucht eine Beziehungssache, dass man nicht zu viel Leim drauf tut. Mhm. Und dass natürlich die Muskulatur der Flügel und auch natürlich der Kopf nicht beeinträchtigt wird. Sonst können natürlich die Bienen nicht mehr richtig fliegen. Okay, ich mache jetzt Leim drauf und dann. Dann nehme ich da eins. Genau. Und dann eine ruhige Hand ist gefragt. Mhm. Und dann kannst du die draufsetzen. Ja. Jetzt zittere ich natürlich. Weil... Ja, das ist aber gar sehr gut. Geht's? Tipptopp. Ja. Das geht ein bisschen Respekt. So meine... Genau, und dann eben ein bisschen noch andrücken. Ja. Nicht zu fest, ja. Tipptopp. Das ist schon gut, ja. Und man sieht ihn sehr schnell. Ich möchte schon wissen, ob die das merken, he? Oder ob sie sich stört. Oder? Ja, man sieht es. Wie ein Sattel einfach, oder wie? Ja, also man sieht schon ab und zu, dass es am Anfang ein bisschen stört. Aber wir haben auch wirklich, nach Wochen haben wir noch Bienen gesehen, die den RFID-Chip hinten drauf hatten und okay. Pollen zurückgebracht haben. Also ich glaube, die leben gut damit. Leben gut damit, ja. Bei unserem Versuch heute gibt es nur Zuckerwasser. Wir wollen mit dem Test hier nämlich nur herausfinden, ob man den Versuch nicht nur im Sommer, sondern auch jetzt im Herbst durchführen kann. Ob genug Bienen auch in dieser Jahreszeit den Weg zurückfinden zum Stock. Ja, jetzt bewölkt. Für das lässt wieder 1 Kilometer weg der Michael Eier, der Kollege von Lukas, Bienen mit dem Chip jetzt fliegen. Also bist du richtig neugierig? Ich bin neugierig, wie viel es zurückkommt und ob sie überhaupt zurückkommen. Okay, komm, wir gehen schauen. Und wie viel kommen jetzt? Was hast du das Gefühl? Ich schätze jetzt einmal zwischen 78 und 85% werden zurückfinden. Das ist so die Erfahrung, die wir bis jetzt haben. Aber es sind andere Bedingungen, wir werden es sehen. Ich glaube, ist nicht dort rechts einer? Eben, es ist so unterschiedlich. Also, wir haben ja, super. Ein paar Bienen sind schon mal zurückgekommen. Die Forscher sehen aber erst in ein paar Tagen, wie viele es wirklich sind, dann, wenn sie alle Daten ausgewertet haben. Solche Tests sind also wichtig für die Insektenwelt. Aber noch wichtiger wäre ein Umdenken, wenn giftige Pestizide nicht mehr zugelassen oder wenigstens eingeschränkt würden. Und da gibt es schon heute Landwirte, die das machen, die naturnah bauen. Wir haben einen besucht im Zürcher Unterland. Auf seinem Biohof hat Ralf Hablützel ein Insektenparadies erschaffen. Ein Gegenentwurf zu den intensiv bewirtschafteten Feldern des Nachbarbauern. Wir haben bei uns ein Insektenparadies, weil wir eigentlich kein Insektizid spritzen. Wir pflegen Biodiversität. Und wenn wir den Acker anschauen, dann haben natürlich die Insekten da keine Überlebenschancen. Im Gegensatz zu uns, wo es überall einen Lebensraum gibt für die Insekten, wo sie sich auch wohlfühlen, wo etwas blüht, wo die Insekten sich auch ernähren können. Naturnah produzieren ist aufwendig. Mit modernen Mähmaschinen werden Zehntausende von Insekten zerhäckselt. Hablützel aber benutzt seinen altbewährten Balkenmäher. Kommt dieser Insekten zu nah, können sich die Insekten noch retten. Hinein in das hohe Gras unter dem Baum, das Hablützel extra für sie stehen lässt. Ein Aufwand, der sich für Großbauern kaum lohnt. Wir betreiben halt hier einen Direktvermarktungshof.
Und das ist nicht vergleichbar mit einem Grossbetrieb, der industrialisiert produziert. Wir haben hier eine grosse Vielfalt, wir haben viele verschiedene Produkte, wir können auch viel selber verarbeiten. Und für uns ist dann die Biodiversität, die wir noch entwickeln, eigentlich ein wichtiger Teil auch von unserer Lebensqualität. Und wir können das auch bei den Kunden eigentlich dann als Produkte so vermarkten. Nur 14% der Landwirtschaftsfläche der Schweiz wird biologisch und damit insektenfreundlich bewirtschaftet. Es braucht also dringend Methoden, mit denen auf den übrigen 86% intensive Landwirtschaft insektenfreundlicher gemacht werden kann. An einer solchen Methode tüftelt dieses Forscherduo. Dass Biologe und Agronom zusammengefunden haben, ist ein Glücksfall für beide Seiten. Wir haben uns getroffen und relativ schnell herausgefunden, dass es eine Möglichkeit gibt, Biodiversität zu fördern, Insekten zu fördern und die Ertragsleistung der Felder nicht zu beeinflussen, nicht negativ zu beeinflussen. Im Biolandbau haben wir schon tiefere Erträge. Unser Ziel ist ja, die Erträge auch stabil zu halten auf einem höheren Niveau. Und das ist die grosse Herausforderung, die sich stellt im konventionellen Landbau. Ihr Forschungsfeld ist ein Insektenparadies. Und was für Insekten gut ist, soll später auf diesem Feld auch hohe Weizenerträge ermöglichen. Geht es nach den Forschern, müssen die Bauern umdenken. Grün statt braun wie nebenan. Denn braun ist zwar konventionell und sauber, aber nur dank Pestizid und auf Kosten der Insekten. Das Forschungsfeld hingegen braucht keine Pestizide, dank der sogenannten Grünung. Ein Feld im Feld. Und die wird wachsen bis ufe und so Kraut unterdrücken. Was will man mehr? Doch wie sieht der Ertrag aus im Vergleich zu einem intensiv bewirtschafteten Feld wie hier? Der Feldversuch wird bereits zum 6. Mal durchgeführt. Dafür wird jeweils im Herbst der Winterweizen direkt in die Grünung eingesät. Die abgestorbene Grünung bleibt liegen, während der Weizen weiter wächst. Als Schutz für Boden und Lebensraum für Insekten. Der Plan der Agronomen scheint aufzugehen. Die Ernte auf ihrem Feld war jedes Jahr praktisch gleich hoch wie auf intensiv genutzten Feldern. Einmal schwang das begrünte Feld sogar oben aus. Wir haben natürlich wahnsinnig Freude gehabt, ist klar. Oder? Das ist logisch. Oh, wir haben gesehen, wie sich die Bestände entwickelt haben, trotz aller kritischen Worte nebendran. Das hat uns schon wohl getan. Klar. Erklären tun sich das die Forscher mit dem dank der Grünung intakten, gesunden Bodensystem. Da haben wir ja gerade so ein Marienkäferli. Zudem auch die Insekten beitragen. Hohe Erträge und intakte Insektenwelt, intensive und doch biologische Landwirtschaft. Wenn das nicht zwei Fliegen auf einen Streich sind. Ich bin das letzte Mal zu Besuch bei der Agroscope. Vor einer Woche haben wir hier Bienen losgelassen. Jetzt hat Lukas Jecker alle Daten beieinander und kann mir zeigen, wie viele Bienen den Weg zurückgefunden haben zum Bienenstock. Also Lukas, jetzt wollte ich wissen, wie viele sind jetzt zurückgekommen? Du hast gesagt 78-85%. Ja, ich bin ein bisschen optimistisch gewesen. Es sind 72,4%. Da siehst du eigentlich, jetzt haben wir gerade den Vergleich. Die, die wir im Juni gemacht haben, die sind ein bisschen höher. Auch eine ist 77,8 und geht bis zu 90%. Mhm. Und im Vergleich zu eurer ist 72,4%. Aber das heisst eigentlich, der Versuch, den wir jetzt im September gemacht haben, hat eigentlich jetzt bezüglich der Rahmenbedingungen hat das auch funktioniert. Das also wir könnten auch dann durchführen. Genau. Wie lange hat eigentlich so ein Bienen gehabt, zum Zurückfliegen? Da können wir jetzt ganz schnell schauen. Das ist der Rekord. Die ist jetzt zurückgekommen. Sie ist am 13.52 und 45 los, also 7 Minuten. 7 Minuten hat jetzt wow. Die für den Kilometer. Das ist aber nicht und da kannst du jetzt eigentlich jede Biene kannst jetzt schauen, wenn sie zurückgekommen ist. Mhm. Wenn mindestens 70% der Bienen von der Kontrollgruppe zurückkehren, ist der Test gültig. Das hat im Juni und im September geklappt. Beim Juni-Versuch ist der Unterschied zwischen der Kontrollgruppe, die Zuckerwasser, und den Bienen, die Pestizide bekommen haben, offensichtlich. Bei der höchsten Konzentration sind nur 16,7% zurückgekommen.
Also das ist natürlich ein wirklich starker Effekt, oder? Und die anderen Dosen, also die haben total die Orientierung verloren oder wissen nicht mehr, wo der Stock ist und können nicht zurückfliegen. Wir die nur die bei ihnen registrieren, die zurückkommen, aber man kann eigentlich sagen, die haben einfach nicht mehr zurückgefunden. Die Hälfte der Labore in den anderen 5 Ländern hatten weniger Glück als Berner Forscher. Sie konnten den Versuch nicht erfolgreich durchführen. Die Forscher müssen jetzt zusammensitzen und nochmal über die Bücher. Wieso ist dir denn so wichtig, etwas zu tun für die Gesundheit der Bienen? Das ist einfach ein faszinierendes Insekt, ein soziales Insekt. Und ich denke allgemein, also man hat auch immer einen starken Fokus nur auf die Bienen, aber das ist vielleicht ein bisschen so ein Zeigerinsekt. Und wenn es natürlich dem schlecht geht, dann wird es vermutlich den anderen Insekten auch nicht unbedingt besser gehen. Und ich denke, wenn man natürlich so Sachen tut, oder schaut, dass es den Bienen besser geht, hat das sicher auch einen Einfluss auf die viele andere Insekten und vielleicht auch auf andere Lebewesen. Und auf die Natur? Auf die Natur allgemein, natürlich. Mir bleibt von all dem etwas, wo man gar nicht so bewusst war. Die schönen Landschaften in unserem Land, die täuschen darüber hinweg, wie schlecht dass es der Artenvielfalt geht. Wir können sie zwar noch retten, unsere Insekten, aber es braucht ein schnelles Umdenken. Es braucht zum Beispiel noch viel mehr gute und vernetzte Lebensräume für die Tiere. Es braucht weniger von diesen Giftcocktails, die auf den Feldern landen. Und es braucht noch mehr wissenschaftliche Erkenntnis, wie man höhere Erträge produzieren kann, im Einklang mit der Natur. Ja, und da geht es jetzt weiter mit NZZ-Format. Schön, sind Sie dabei gewesen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.